Holding sitzt in einem weißen Kleid auf einer Fensterbank, die Hand an den deutlich sichtbaren Babybauch gelegt. Die britische Popsängerin hat ihre erste Schwangerschaft in der Zeitschrift Vogue öffentlich gemacht. Das Baby sei nicht geplant gewesen, erzählte Golding. Zu ihrem Hochzeitstag hätten sie und ihr Mann, der Kunsthändler Kaspar Jobling, einen Kurztrip gemacht. Damals hätten sie von der Schwangerschaft erfahren. Es war verrückt, weil es unser einjähriges Jubiläum war. Das war nicht der Plan. Trotzdem freue sie sich auf ihr Kind. Während der Pandemie hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann in der ländlich geprägten Grafschaft Gloucestershire zurückgezogen. Wie sie der Es ist nicht immer heiter und du strahlst nicht die ganze Zeit eine Herausforderung seien die Heißhungerattacken gewesen. So die Sänger. Gerade war ich noch selbst zufrieden, wie gesund meine Salate und meine Frühstücke waren, und dass ich Nüsse und Körner aß. Und dann wollte ich nur noch McDonald's. Auf emotionaler Ebene habe sie auch die Schattenseiten einer Schwangerschaft gesehen. Sie habe das Gefühl, dass es immer noch ein Tabu sei, über eine Schwangerschaft als Herausforderung zu sprechen, so die 34-Jährige. Noch nie zuvor habe sie derartige Übelkeit und Müdigkeit erlebt. Es ist nicht immer heiter und du strahlst nicht die ganze Zeit, so sie habe dadurch einen neu entdeckten Respekt vor allen Frauen mit Kindern entwickelt. Für sie selbst sei es wichtig, auch ihre Karriere nicht außer Acht zu lassen. Ich bin begeistert, Mutter zu werden, aber ich möchte auch sicherstellen, weiterzuarbeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, wieder auf Tournee zu gehen.